Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Railway Empire mit dem Deutschland-DLC. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, beim letzten Mal haben wir natürlich weiter ausgebaut. So weit, so gut. Das hier ist... Ey, diese Ratte, ne, baut hier sogar in Frankfurt am Main. Ey, das ist doch ein Arschloch, ganz ehrlich. Schlimm. Wir stellen mal ein paar Leutchen ein. Was haben wir denn da? Landvermesser. Ja. Könnten wir einstellen. Tunnelbau spezialisiert und reduziert die Baukosten um 13%. Och. Warum nicht? Na, nehmen wir. Professor. Was haben wir dann mit dem hier? Einmalig um 120. Aber wir kriegen eine 500.000 dazu. Ja, dann nehmen wir den mal ausnahmsweise. Aber das gibt uns natürlich wieder gute Möglichkeiten. Gut, wir wollten ja eigentlich, soweit ich mich erinnere, das irgendwie auch hier weiterführen, dass wir hier rumkommen. Vom Landgut aus, da muss ich mir überlegen, wie wir das am besten machen. Ich glaube, Kassel braucht auch irgendwie Zeugs. Gemüse, ja, würden die auch nehmen wollen. Und deswegen müssen wir mal zusehen, dass wir das hier rankriegen. Der hier baut mich auch echt zu, ne? Der ist echt übel. Das ist so zum Kotzen. Wenn wir mal Folgendes machen, wir werden den jetzt mal ausbauen. So, 2, 3. Wartungsgebäude nehmen wir noch mit. Menschen sind kompliziert. Viel komplizierter als Lokomotiven. Und viel unzuverlässiger. Ja, das sehe ich aber anders. Also, wir fangen jetzt an. Wir gehen jetzt von hier aus weiter. Gucken, dass wir hier noch was draufkriegen. Obwohl, hier ist echt voll, ne? Ist echt übel, was hier drauf liegt. Aber wir müssen das Zeug transportieren. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Als hier anzusnappen, macht er auch Gott sei Dank vollautomatisch. Finde ich total geil. Das System. Dann gibt es noch ein Versorgungstürmchen natürlich dazu. So, dann machen wir nämlich gleich nochmal eins dran. Wenn wir können. Ja, machen wir hier so drauf. Dann gibt es ein Richtungssignalchen. Was haben wir denn da? Warte mal. Du kannst da. Du fährst sowieso dahin. Und du dahin. So, dann gibt es ein Stoppsignal. Können wir dich hier hinbringen? Na, dass die da auch schön halten. Ja, okay, das sollte passen. In Ordnung. Aber wir haben hier keinen Übergang. Sehe ich gerade. Erpressung. Oh, dein Unternehmen hat einen Erpresserbrief erhalten. Wenn du nicht sofort 166.400.000 bezahlst, wird einer deiner Betriebe des Typs Getreide sabotiert. Nein, ich lasse mich nicht erpressen. Das könnte knicken. Ich glaube, es hackt hier. So, wir müssen mal hier einen Übergang schaffen. Eine Weiche. Selbiges in die Richtung, damit wir das hier auch hinkriegen. Weil es ist nämlich keine, mit automatischem Stellwerk. Schade eigentlich. So, neuer Zug. Zuglinie von hier nach Kassel. Nur Fracht, bitte. Lokomotive. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier Feines haben. Das ist eine gemischte. Das ist eine Express. Gemischt. Express. G5 Fracht. Könnten wir. Machen wir. Machen wir. Und auf geht's. Neuer Lokführer nehmen wir auch mit. Komm ran. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier noch was wegkriegen. Könnten wir natürlich, aber will ich nicht. Ich glaube, wir werden erst einmal schauen, was die Aktien mal machen.
Jahresbericht. Konkurrenz. Also, wir haben bei dem hier 12%. Kosten 100%. Beate von Pompt, bei der haben wir 8%. Die hat am wenigsten Unternehmenswert. Das heißt, die Aktien müssten eigentlich am günstigsten sein. Allerdings ist mir der hier eher... Das Problem kenne ich. Diese verfluchten Heizwasserpumpen. Ja, aber der hier ist mir eigentlich eher ein Dorn im Auge. Der hat 125 Züge. Allerdings sind wir hier natürlich... Wären wir auch bei dem auf 13% und bei ihr auf 13%. Mir scheint, dass du über ein wenig zu viel Bargeld verfügst. Ich habe einen deiner Angestellten bei mir aufgenommen. Du hast doch nichts dagegen. Doch, dagegen habe ich eine ganze Menge. Das sieht noch ganz gut aus. Das ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Gut, wir haben aber wieder was gekauft. Was ist denn hier noch? Stationsvorsteher. Die Alte kommt hiermit nicht klar, ne? Buchhalterin, da müssen wir mal gucken, dass wir da was Besseres finden. So, ich hoffe, dass die jetzt hier richtig Gas geben. Und noch mehr holen. Damit wir hier... Aber du müsstest ja eigentlich mitnehmen. Macht er auch. Ja, das ist gut. Du hast ein bisschen wenig auf der Karre. Du musst warten, bis der da vorfährt. Hier müssen momentan echt eine Menge Leute warten. Vor allem das hier ist mir echt ein Dorn im Auge, ne? Dass der hier eine Doppelstrecke gebaut hat, das ist No-Go. Finde ich furchtbar. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen mehr. Kassel. Die hätten gerne Schnaps und so weiter. Also bei den ganzen Linien hast du bald keinen Überblick mehr, ne? Das ist Wahnsinn. Deine Angestellten heulen wegen jeder Kleinigkeit rum. Ah, halt die Klappe. Ah, wie sieht's aus? Wir brauchen Getreide. Schweine brauchen wir nicht, aber Gemüse wäre hier auch gut. Mann. Komm, den Lokführer nehmen wir noch mit. Gemüse wäre hier noch geil. Ich habe einen deiner Angestellten bei mir aufgenommen. Du hast doch nichts dagegen. Ey, das geht mir so auf die Eier, ne? Dass der mir die ganze Zeit hier die Leute klaut. Die kleine Ratte. So, Braunschweig. Ja, wir bräuchten ja eigentlich Getreide und so weiter. Warenströme, ja. Getreide, da oben. Wäre geil. Magdeburg wäre auch ganz geil, aber ich glaube... Ja, kostet 2 Millionen. Ah. Ist echt heftig gerade. So, Gütersloh. Ey, der baut wirklich überall sich mit rein, ne? Unglaublich. Es ist echt ein No-Go. So, wie sieht's denn aus in Essen? Da müsste eigentlich auch mal was passieren. Essen, Frankfurt am Main. Eigentlich müsste es doch gut laufen. So, hier. Waldewitzhof. Wie sieht's denn hier aus? Getreide 1,9 Bedarf pro Monat ist voll. Waldewitzhof, da haben wir ja rangebaut. Okay, das holt er sich ja, das ist ja in Ordnung. Das schippt er auch weiter. Okay, das heißt, eigentlich müssten wir jetzt ein bisschen sparen wieder. Auf neue Dinge. Forschung, wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Neuer Bewerber. Hier fehlt 5% mehr Innovation. Frachtwaggon erhöht sich. Was ist das hier? Asbestisolierung reduziert den Wartungsbedarf einer Lokomotive um 5%. Das ist ja schon mal nett. Und das hier beim Verkauf einer gebrauchten Lokomotive wird der Wertverlust um 10% reduziert. Ist nicht schlecht. Was ist das denn? Einer deiner Züge hat es leider nicht geschafft. Wir nehmen mal die Asbestisolierung und dieser Typ geht mir so auf den Puffer, ne? Ganz ehrlich.
finde ich nicht gut, was die hier machen. Bisschen zu aufdringlich. Gucken wir mal, ob wir noch mal mehr kaufen können. Beziehungsweise müssten erstmal das nächste Land uns holen, damit wir Braunschweig da oben weiter stärken können. Das ist ja furchtbar. Aufgabe fehlgeschlagen, natürlich. Bis 1930. Da haben wir noch ein paar Jährchen vor uns. Hier ist das. Randy Ranch. Harrison Federungssystem erhöht die Leistung in der Lokomotiven um 4%. Wir könnten natürlich mitbieten, ne? Machen wir einfach mal. Gucken, was passiert. Weißt du eigentlich, wofür du da geboten hast? Ja, ich weiß, wofür ich geboten habe. Haha. Und du nicht. Hihihihi. So, wir gucken mal ganz kurz hier. Panne, Personal. Wie es hier aussieht. Nichts drinne, nichts drinne. Das Einzige, was hier drinne ist, ist Brot und Schweine. Ja, der Rest kommt gar nicht hier an. Das ist echt zum Mäusemelken. Nein, jetzt nicht. Wir brauchen hier mehr Zeugs. Definitiv. Ich bin sogar gewillt, das Ganze eventuell von hier hinten rüber zu schiffen. Von Brandy Ranch nach Hannover, von Hannover nach Braunschweig. Wäre aber natürlich schon echt heftig. Können wir hier bauen? Westfalen. Wäre möglich. Glaube ich. Komm, steig ein. Gucken, ob wir hier da rankommen. Ich will mal probieren. Wo ist es denn? Großer Bahnhof Stellwerk. Ja, kommen wir ran. Würde sogar gehen. Geil. Wenn wir natürlich weiter hier in die Mitte reingehen könnten. Warte mal. Könnten wir sogar... Den anderen kriegen wir nicht. Müssten wir uns hier so reinfletschen. Können wir aber nicht, weil wir da nicht bauen können. Ah, das ist ja ärgerlich. Na gut, dann machen wir es anders. Dann sehen wir mal zu, dass wir jetzt... Du bist also noch nicht ganz sicher. Immer Zahlenraum 0 bis 1. An diesem Betrieb steht bereits ein Bahnhof. Das ist mir doch egal, ob da ein Betrieb ist. Ach, das ist der Feind. Das ist unser. Okay. Alles klar. Dann wollen wir mal loslegen. Wir gehen mit den hier rüber. Bringen den jetzt hier noch mit dran auf den Hannover Bahnhof. Eins lassen wir hier ausladen. Den anderen werden wir... können wir da ran? Fragezeichen. Können wir hier ran? Können wir auf den drauf? Könnten wir. Mit Tunnel. Das ist die Innenseite. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den hier auch noch irgendwie ran getackert bekommen. Dann müssen wir hier eine kleine Verengung machen. Hilft nichts. Damit er hier durch kann. Warte, da gibt's ein Signierchen. Wie fährt der denn hier? Der fährt nach oben, okay, das ist in Ordnung. Dann gehen wir den mal nach da. Und den nach da. Setzen natürlich auch ein Stoppsignal. So, hier ein Stoppsignal. Hier ein Stoppsignal. Hier noch eins. Und da können sie switchen. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Dann können wir noch ein Versorgungstürmchen hier hinbauen. Eine Zugreihe wird... halt. Da war doch was. Konnte ich doch gerade hinbauen. Eine Zugreihe wird nach Hannover gehen. Wenn die das denn brauchen... Brauchen sie auch. Könnten wir machen. Die stellen wir wieder ein, natürlich. Eine Zugreihe wird jetzt, wie gesagt, nach Hannover gehen, holt das Zeugs. Die andere werden dann
Direkt nach Braunschweig. Machen wir erstmal die Hannover-Geschichte. Fracht. Loco. Da haben wir nur die G5 momentan. Ist das Beste, was wir haben. So. Dann mach mal. Ja, komm, die stellen wir auch noch ein. Bringt er weg, sehr gut. Dann machen wir noch einen neuen Zug. Nach... Vielleicht... Ja, wenn wir schlau sind, können wir die sogar ins Warendepot liefern lassen. Ja, komm, das müssen wir jetzt... rein in der Belegschaft. Das Problem hatte ich auch mal. Ja, wir bringen es aber erstmal dahin. Und dann vielleicht ins Warendepot. Da müssen wir mal schauen. Noch eine dritte Reihe. Gucken, ob das geht. So. G5. Feuer frei. Marsch, marsch. Mal gucken, ob wir jetzt in Braunschweig ein bisschen pushen können. Wäre ja gelacht. Wenn es nicht geht, oder? Ja, Braunschweig muss gepusht werden. Heimatstadt. Geht gar nicht, dass wir hier so abkacken. So, komm, stellen wir auch ein. Ist in Ordnung. Was ist hier los? Wartend auf Farmgebiet. Okay, ja. Der wartet jetzt auch. Warum auch immer. Da haben wir ja Farm Hannover. Und was hast du für ein Problem? Warum hängst du hier? Weil er nicht kann, oder was? Er kann nicht fahren. Warum kann er denn jetzt nicht fahren? Es hängt sich hier alles auf, oder was? Mann, Mann, Mann. Okay, dann müssen wir halt tricksen. Ja, verdammt, das geht so nicht. Weil er die links schon ist. Ah! So, mal gucken, ob es geht. Ausweichgleis. Machen wir dasselbe nochmal mit... Ja, geht das hier? Können wir da noch irgendwo ranschließen? Ah. Ah, gehst du mal da drauf. Schauen wir mal. Analysten. Und ein Heizer. Nehmen wir natürlich auch gleich noch mit. Ein Analyst. Was bist du denn? Du bist ein Buchhalter. Analyst. Erzeugt durch Falschmeldung eine Hysterie am Aktienmarkt. Ja, sehr gut. Kurs reduzieren. Beate von Pomp. Ja, mal gucken. Ob wir bei der jetzt was kaufen können. Ja, viel ist es ja gerade nicht. Aber naja gut, was willst du machen, ne? Aber was haben die denn hier für Probleme, frage ich mich gerade. Hier nicht ganz klar komme. Und der hängt hier fest gerade. Aber warum hängt er jetzt hier gerade so übelst fest? Okay, das geht gerade gar nicht. Das ist so echt. Zum Mäuse melken. Ja, kann der wieder nicht dagegen switchen?
Dann kommt er auch nicht drauf. Ach, so ein Mist, ey. Ja, dann gibt's noch ein Übergangsgleis von mir aus. Komm, was soll der Scheiß? Damit die auch da raus können. Ja, jetzt müsste es ja eigentlich gehen. Ja, jetzt hat er hier wieder freie Bahn. Jetzt kann der switchen. Jetzt kann der ausweichen. Ist okay. Ich glaube, das geht jetzt wieder. Ja, der hält hier noch. Er hat eine zufällige Panne. Dallmayr Braunschweig. Und der hat jetzt hier... Was ist denn... Ich frage mich, warum die hier nicht klarkommen, ganz ehrlich. Das ist doch ein Mist. Ah, Mann, 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 Mann. So geht's nicht. Dann setzen wir dich mal hier mit drauf. Ich hoffe, dass das geht. Jetzt fährt er zurück. Und der hat hier, glaube ich, eine Wartung. Jetzt müssen wir halt natürlich hier drüber, aber ich denke mal, das kriegen die geregelt. Ich hoffe es mal. Zusehen, dass wir Hannover und Braunschweig jetzt mal pushen und Braunschweig geht gerade echt ein bisschen runter. Finde ich nicht gut. Finde ich gerade gar nicht gut. Ja, zack. Stationsvorsteher, Chef, Buchhalter, die Buchhalterin hier, die ist, macht mir Sorgen. Die hat Probleme mit ihmchen hier. Professor, Forschungsaufgaben, du erhältst 130 Punkte, aber wieder eine 500.000 drauf. Komm. Scheiß auf die Forschung. Erstmal, wir müssen erstmal wieder Geld ranholen. Jetzt haben wir einen neuen Buchhalter. Sie ist Buchhalterin und den können wir ändern. Jetzt züchtige Anwendung verschiedener Steuertricks die Kosten erfolgreich um 32%. Zu geringe Wartungsintervalle? Schlechtes Brennmaterial? Inkompetentes Personal? Ja, du mich auch. Du mich auch. So, wir müssen gucken hier. Braunschweig geht gerade echt ein bisschen unter und das gefällt mir nicht. Na, das gefällt, sowas gefällt mir gar nicht. Und hier hinten ist auch ein Problem irgendwie. Kann keine geeignete Fracht transportieren. Warum lädt er das nicht ab? Warendepot 1. Ah, weil das voll ist. Verstehe. Weil es voll ist. So, Kumpel, du. Stehen die nächsten? Ich guck grad mal. Der fährt durch. Ja, ist echt wirklich eine Menge los, ne, auf dem Schienennetz. Das muss man ja mal sagen. Was auch eine Menge los ist, ist... Dallmayr Farm Braunschweig. Ist das Ende dieser Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald, bald wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.